erwarte, dass der Herr Jenke, weil er ja auch so experimentierfreudig ist, auch mal lernt zu verlieren. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit Nikita. Und ja, ich bin natürlich gespannt, was sind das für Challenges? Osteren. Cheerio, auf wunderschöne Tage. Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß, es wird bunt, es wird abwechslungsreich. Wir reisen durchs Land. Es gibt Dinge, verrate ich euch jetzt aber nicht, die ich überhaupt nicht gerne mache. Ich versuche mir da keine Gedanken zu machen, damit ich nicht nervös werde. Aber wie ehrgeizig bist du denn? Also ich bin von Natur aus ehrgeizig. Echt? Ja, von Natur aus. Ich bin Leistungssportlerin gewesen bei Bayer Leverkusen. Okay. Das ist in mir. Also meine Strategie ist ganz klar, gewinnen, 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 machen, 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 tu es, tu es, tu es und trau dich, trau dich, trau dich. Oh, guck mal, ein Telefon. Das schmeckt dir wie so ein Stück Teppich. Frittierter, alter Velour-Teppich. Ungewürzt. Insekten sind in Mexiko fester Bestandteil der Esskultur. Und besonders in Mexico City werden die entsprechenden Gerichte in vielen Restaurants ganz regulär angeboten. Tierisch. Guck dir das mal an. Da kommt aber nichts raus, ne? So schon. Mir ist schon trocken, die müssen ein bisschen weicher sein. Oh, das ist ja gar keine Challenge für dich, sorry, aber das ist ja krass. Da war aber alles hohl innen drin. Kam jetzt kein Gelb raus. Das Gelb war schon gestockt. Ja, genau. Wow, okay. Okay, gracias. Wow, okay. Das fand ich jetzt krass, weil das war für mich das Ekligste. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Weil die so groß sind, ne? Ja. Je fetter dieser Mehlwurm, desto leckerer ist der. Oh, ich krieg direkt wieder Appetit.